Verkugel, tut mir leid, aber du musst jetzt gehen. Dafür kommt Felino ins Team. So. Aber da hinten ist dieses Pokémon-Center, ne? Ich glaube, da werde ich jetzt erstmal hingehen und dann hier weiter erforschen, sagte er und geht zu einem Baum. Ja, ich gehe da hinten erstmal in das Pokémon-Center. Oh, ein Flummel! Erst im Pokémon-Center. Was es hier für Pokémon gibt, das ist voll cool. Okay, hey, ich bin hier drüben, Käffchen. Oh, ein Balderfisch ist da oben drauf. Das hier ist ein Pokémon-Center. Hier gibt es einige nützliche Dienste für Pokémon-Trainer, aber sie können das sicher besser und genauer erklären als ich. Mit Vergnügen, willkommen beim Pokémon-Center. Ich kümmere mich darum, deine Pokémon wieder fit zu machen. Direkt neben mir befindet sich der Pokémon-Supermarkt. Du kannst dort alle nötigen möglichen Items erwerben, zum Beispiel Pokébälle zum Fangen von Pokémon oder auch Tränke. Als Bezahlung für deine Einkäufe werden auch Liga-Punkte, kurz LP, akzeptiert. LP spricht ein Pokémon. Okay, was sind Liga-Punkte? An diesem Schalter kannst du. Ah ja, das ist ja jetzt auch neu, die TM-Maschine. Hier kannst du technische Maschinen, kurz TMs, herstellen. TMs werden verwendet, um deinen Pokémon-Attacken beizubringen. Um eine TM herzustellen, benötigst du LP sowie von Pokémon hinterlassene Materialien. Aha, okay, das ist also das. Also ich denke mal, das wird dann halt dieser Farn sein und dieses Haar, was ich da jetzt schon überall gefunden habe. LP sind mega nützlich. Die kannst du an dieser Maschine oder eben auch in Läden ausgeben. Ich habe eine ganze Menge davon. Hier, gib dir welche ab. Fünfter. Woher, woher hatte ich die, die ich jetzt schon hatte? Und die sind auch für dich. Jetzt Pokémon-Materialien. Okay. Mit dem Freundeskreis kannst du dich über Kommunikation mit anderen Trainern zusammentun und mit ihnen. Okay. Ja, das stimmt. Man kann ja auch hier irgendwie jetzt zu viert, fünft durch die Welt hier oder so. Schau mal gerne bei Pokémon Center vorbei, wenn du Hilfe benötigst. Vielen Dank für die tolle Erklärung. Brauchst du mal eine helfende Hand? Komm zum Pokémon Center gerannt. Oh, wow. Das kommt manchmal im Test daran, also merke ich es dir. Merke es dir besser. Oh, und wenn du dich ein bisschen an deine Pokémon gewöhnt hast, kannst du ja mal versuchen, das Pokémon an der Spitze deines Teams durch Drücken der Taste loszuschicken. Dann kann nämlich das Pokémon, mit dem du spazieren gehst, selbstständig Items aussammeln oder gegen andere Pokémon kämpfen. Und so. Ja gut, das habe ich jetzt schon festgestellt. Ja. Okay. So, erstmal heilen hier, ganz wichtig. Oh, cool. Boah, das sieht ja jetzt geil aus. Vielen Dank für deine Geduld. Übrigens, falls du es noch nicht wusstest, wenn du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, frag bei Pokémon Center am Rad. Dort kannst du die Empfehlung für dein nächstes Reiseziel holen oder gleich in deinen Smart Rotom registrieren lassen. Okay, alles klar, mach ich. Was gibt's hier so? Ich glaube, ich sollte mir mal noch ein paar Pokébälle kaufen. Wie viel habe ich denn davon? Ah ne, da. 8 Stück. Ja, das ist ein bisschen wenig. Boah, 10.000 habe ich. Oh, Moment, so viel wollte ich jetzt. Moment, gibt es hier auch noch Primer-Bälle? So wie immer. Ja, bekomme ich. Ja, cool. Dann nochmal 10 und dann soll es erstmal reichen, glaube ich. Und ein Primer-Ball dazu. Okay, Pokepuppe kriege ich. Habe ich Gegengift? 1. Ich kaufe mir nochmal 4. Und Paraheiler. Okay. So, das sollte erstmal reichen, würde ich sagen. Also, klar, wenn man jetzt mal so in deinem Hintergrund guckt, da darf man halt nicht hingucken, ne? Also, da wird einem halt schon so ein bisschen schlecht bei, aber naja, okay. So genau wollen wir mal jetzt nicht sein. Vielen Dank, dass du TM-Maschine verwendest. Was möchtest du tun? TMs herstellen. Um TMs herzustellen, brauchst du Materialien, die von Pokémon fallen gelassen werden, und Liga-Punkte. Wenn du während deines Abenteuers verschiedene TMs erhältst oder findest, erweitert sich auch die Auswahl an TMs, die du herstellen kannst. So, was ist denn das? Charme kann ich nicht herstellen. Lebensstelle, die kann ich herstellen.
Okay. Kann Felino erlernen. Schutzschild. Eiszahn. Donnerzahn und Feuerzahn. Fußkick kann Quarks und Felino erlernen. Käfertrutz kann Tarundel erlernen. Ziehstrahl. Sternschauer. Säuselstimme. Windschnitt. Ausdauer. Erholung und rechte Hand. Okay. Nee, ich spare mir das mal lieber noch. Ich möchte mal noch gucken, was es dann noch so gibt. Ach, halt auch die Musik vom Pokémon Center, die ist auch cool hier. So, wir gucken uns jetzt mal noch weiter um. Da hinten war ich ja noch nicht. So, hier gibt es noch ein Item. Pokéball. Oh, Wartribis. Okay, wo ist ein weibliches? Das ist natürlich männlich, okay. Boah, wieso kriegst du denn so einen Schaden rein, Tarundel? Ich meine, du bist ja auch ein Käfer-Pokémon. Das ist schon echt übel. Also ich hoffe, wir können jetzt das Wartribi fangen. Es war ein männliches, aber egal. Oh, okay. Es setzt Lockduft ein. Und ich wechsle jetzt mal lieber zu der Tiri raus. Aber gut, dann besiege ich es jetzt auch. Ich habe gedacht, das würde jetzt irgendwie Tarundel schaffen, aber nicht so wirklich. Piekser. Na gut, ich glaube, dann mache ich einfach erstmal Dottiri nach vorne ins Team. Die Geräusche von denen, das ist auch cool. Pokémon bewegen. Tiere, so, was haben wir denn hier? Level 10, Level 15, 11, 8 und 8. Okay. Ja, okay, Tarundel ist halt auch nur ein Level höher, ne? Naja gut, dann ist vielleicht auch klar, dass er immer so einen Schaden reinkriegt. Bist du weiblich? Nein, bist du nicht. Okay. Oh, das ist sehr guter Schaden. Gut, haben wir das hier auch. Aber ich würde mal sagen, ich würde halt noch gerne weibliches fangen. Hey, komm mal her. Komm her, komm her. Mich abhauen. Okay. Bist du weiblich? Nee. Ja, okay, ich fange es jetzt trotzdem. Damit ich es erstmal auf der. Also. Oh nein. Oh, okay, danke, der Tiering. Na gut, dann fange ich es halt nicht. So. Da ist Tarundel Hoppsporst. Gibt es hier sonst noch was Neues? Okay, da scheint es eine TM zu geben. Postdauer. Die hatte ich jetzt, glaube ich, schon, ne? So, hier ist ein Pummel. Hoppsporst. Pummel. Verkokel. Das ist ein Tarundel. Item. Gegengift. Cool. Das ist auch ein Hoppsporst. Oh, hier ist noch ein Volaira. Na komm, ich kämpfe gegen dich. Du gibst doch. Also Scharniere gibt ja immer ordentlich EP. Ich denke mal, das wird dann bei Volaira bestimmt auch so sein, oder? Also nehme ich jetzt mal an irgendwie. Volaira-Material, okay. Und hier ist noch eine TM.
Was gibt's hier? Sternschauer. Hey, was läuft denn da? Was ist denn das Pinke da? Oh, da unten wieder ganz viele Tatiri. Alles schon echt schön. Und da funkelt wieder irgendwas. Achso, ich kann ja hier auch hier runter, ne? Ja. Wo war das Funkeln? Da. Ne? So. Janogobeere. Gut, euch kenne ich schon alle. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nee, hier gibt's sonst nichts weiter. Aber da hinten komme ich doch jetzt auch lang an der Wiese, oder? Ne, dich habe ich auch schon. Das noch was? Hab. Parallel. Okay, gut. Zwar irgendwas Pinkes ist doch hier gerade lang gelaufen, oder? Oder sah das jetzt halt nur von oben so aus? Wie groß das hier alles ist. Voll cool. Ja, dich habe ich auch schon. Hier leuchtet wieder irgendwas. Wildbierbärbe. Oh, da hinten ist irgendein Typi. Weiß ich nicht, später hier gerade irgendeinen Bereich habe, dass ich jetzt hier nicht weiter. Nee, okay, passt. Ist dann halt nur ein wilder Trainer oder so. Ein wilder Trainer taucht auf. TM? Felswurf. Kann das irgendwie erlernen? Vielleicht, Felino? Felswurf? Nein. Okay, schade. Na gut, dann hilf's mir noch auf. Hier ganz viel Datiri wieder. Oh, was haben wir denn hier? Persenbeere. Okay. Hier gibt es aber Wasser. Da ist dieses Flamingo. Oh, und hier gibt es noch ganz viele Felino. Was bist du für ein Ding? Wie heißt du? Wie cool das Ding ist. Flamingo. Okay. Das ist Peak sein, das macht ja zum Glück eher weniger. Das ständig irgendwo meine Enton hinter mir steht, ne? Okay, Flamingo wurde gefangen. Was bist du von Typ? Normal Flug oder? Okay, Felino erreicht Level 7. Flugkampf, okay. Dieses Pokémon verknotet offenbar seinen Hals am Ansatz, damit es die im Bauch gespeicherte Energie nicht über den Schnabel in. Okay. ja, gut. Das sind noch ein Felino. Gut, nach Hadorim komme ich ja natürlich noch nicht. Da brauche ich dann Surfer oder sowas für. Oder ein Floß oder keine Ahnung was. Boah, was man hier alles entdecken kann, das ist voll cool. Oh, ein Kami-Herbs. Sollte. Boah, der Tiri, du bist schon ganz schön stark geworden. So. Sollte ja, glaube ich, auch reichen. Vom Live her, dass ich es fangen kann. Jupp, genau. Gut. Und Quarks auf Level 12. Kamihabs. Für Kamihabs wurde ein Attack im Pultex angelegt. Achso, oh wow. Okay, jetzt hab ich schon wieder weggeklickt. Okay, was steht denn bei Kami Hubs? Nee, Pokédex war hier.
Sein noch im Wachstum befindlicher großer Vorderzahn schnappt es nach dem Horn eines Artgenossen und tobt mit diesen herum. Okay. So, da oben ist wieder ein Item. Oh, es hat auch für Linus scheinbar auch noch den gleichen Ruf. Den haben sie nicht geändert. EP-Bonbon XS. Cool. Benutze ich jetzt aber noch nicht. Ist noch ein bisschen zu früh dafür. Okay, obwohl vielleicht für Taruntel? Hey, was bist du denn da hinten? Super, was bist du? Kirschspenstmünzer. Diesmal die. Ah. Ach ja, dieses komische Ding aus Pokémon Go da, was sie da jetzt irgendwie rausgebracht haben oder so. Stimmt ja. Da war ja was. Ich weiß nicht, ob hier nach oben zurückkehren? Nee, mache ich jetzt nicht. Okay, also das mit der offenen Welt und so ist schon cool. So, was haben wir hier noch? Ganz viele Hoppsports. Hey, was ist denn das da hinten? Paraheiler. Hey, was ist das? Okay. Auf dem Schrein ist etwas kaum leserlich eingraviert. An diesem Ort wurde die Unheil. Sta was? Unheilstaffeln versiegelt. Okay. Na gut. Ich denke mal, früher oder später werden wir noch herausfinden, was dahinter ist. Hier sind lauter Pummel. Da glitzert noch irgendwas. Sinnelbeere. Okay. Ja, das war ein Item. Das ist auch ein Bonaira. Sonderbonbon. Bonaira. Ich bin mal auch gespannt, wie dann die Entwicklungen hier aussehen. Das kenne ich ja halt auch noch nicht, logischerweise. Noch ein TM. Zielstrahl. Auch gut. Ah, da ist ein Pummel. Noch ein TM. Säurespeicher. Speier. Sind nicht Säurespeicher. Gut. Dann war ja da. Da ist noch ein Item. Da hinten war jetzt noch ein Trainer. Also halt ganz da zum Anfang hinten. Also weit, weit weg von dem Punkt, wo wir jetzt hier sind. Aber ich finde es angenehm, dass man hier runterrutschen kann. Kann ich aber. Kann ich auch hier runterrutschen? Warte mal. Erstmal komme ich da hoch. Das ist jetzt die erste Frage. Kann ich hier vielleicht irgendwie. Oh, Ruinen? Was ist denn das Cooles? Das sieht ja cool aus. Aber nee, ich komme hier nicht hoch. Okay, schade. Na gut. Oh, da ist ein Trainer. Ein Traumato. Da hinten ist noch ein Traumato. Okay, wir haben gleich ein neues Pokémon. Krawaldo. Was? Ist das. Nee, die Front. Nee. Hey, wer ist das? Das ist ja cool. Krawallo. So ein Papageien-Pokémon höchstwahrscheinlich, oder? Der sieht ja auch cool aus.
Okay, die Pixar-Schlacht hier. Aber ich glaube, ich werde gewinnen. Oh nein, das ist gut. Nein. Oh, oh, danke, Datiri. Oh mein Gott, das war jetzt eng. Puh. Okay, und Level 12. Puh, jetzt dachte ich schon, Datiri wird besiegt. Ich würde wirklich gerne wissen, wie bitte. Ich habe verloren. Ja, hast du. Du hast keine Chance gegen mich. Der Tiri kommt jetzt auch mal weg. Felino? Ja, sie ist halt mit Level 8 ein bisschen niedrig für sowas, oder? Hm. Naja, gut. Da sind diese Flamingos. Hier ist. Ja gut, ich hoffe, Traumate kann auch keine Psycho-Attacke, weil das wird jetzt sonst richtig wehtun. Lehmschuss war doch. Genau, war auch mit Stärke, genau. Und den Initiativewert sinkt es. Okay, Aussetzer bringt hier erstmal noch nichts. Okay, Initiative sinkt, das ist gut. Ich glaube, ich. Traumato ist irgendwie immer schwer zu fangen. Ich werde es jetzt noch nicht versuchen. Ich werde es noch ein bisschen schwächen. Ah, okay, das sollte jetzt vielleicht funktionieren. Ich hoffe es. Ich will nicht den Superball verschwenden dafür. Na? Ja, sehr gut. Traumato. Ein neues Teammitglied. Nee, Quatsch, nicht, also nicht Teammitglied, aber ein neues Mitglied in unserer Gemeinschaft. Es kann sich an jeden gefressenen Traum erinnern. Die Träume von Kindern schmecken ihm besser, weshalb es die von Erwachsenen nur selten frisst. Ja. Oh, wow. Das Bild sah auch cool aus. So, hier ist noch ein Traumato. Noch eins. Oh, da ist ein Item. Auf Wecker. Sehr schön. So, hier sind ganz, ganz viele Traumatos. Oh, da ist wieder dieses Ding. Gespenstmünzer. Konfus. Oh, das gibt's als TM. Konfusstrahl. Okay. Auch interessant. So. Was haben wir denn hier? Das nochmal, dieses Gespenst, oder? Ja. Okay. Soweit ich weiß, dass wenn man. Oh Gott, wie war denn das? Das ist aber gut. Da oben komme ich jetzt nicht ran, ne? Doch, komme ich. Irgendwas mit den Münzen hat das doch zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob man dann. Wenn man genug von diesen Münzen hat, ob man es dann fangen kann oder so. Das weiß ich nicht. So, da ist noch ein Kamihaps und ein Enton. Da leuchtet noch irgendwas. Habe ich überhaupt einer? Boah, auch sehr früh. Stand hier nicht irgendwo ein Typ? Ich bin, glaube ich, gerade an einer komplett anderen Ecke, oder? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich verlaufen habe. Oh, da ist ein Item. Hyperheiler. Da hinten ist der TM. Na gut, da hinten ist ja die Höhle, wo wir waren. Und da unten Käfertrotz. Okay. Da ist der Strand, wo die Pokémon gefallen. Ja, dann sind wir jetzt wirklich schon wieder auf dem Rückweg. So, aber der Typ, der stand doch da hinten dann jetzt irgendwo, oder? Erstmal. Dann komme ich hier hoch. Nein, komme ich nicht. Aber da hinten komme ich auch. Da ist noch ein Item. Ein Trank. Ganz viele Datiri.
Schutzschild. So. Nee, nee, ich will nicht schleichen. So, wo war denn der Typ hier hinten? Achso. Das sind nur Blumen. Hauptspross. Mich hier unten war ich. Ja klar, da unten war ich ja auch. Da hinten ist er. Mal gucken, was der so zu macht. Ob der jetzt nur kämpfen? Ah, doch. Ah, das ist ein Schwarzgurt. Ja, okay, der Tiri kann jetzt nicht wirklich kämpfen. Ach komm, ich heile der Tiri schnell mal. Dann, falls es Felino nicht schafft, kann ich dann der Tiri reinrufen mit den Flugattacken. Ich bin der Allerstärkste in der östlichen Zone, aber was hat er gesagt? Hier in der Gegend bin ich der Stärkste. Na, ob du wohl gegen mich gewinnen kannst? Okay, nochmal gucken. Okay, ein Wurfels. Oh, da ist ja da hinten so ein Koriobel. Ne, Koriobel? Wie ist denn das? Auf jeden Fall das Ding aus der. Oh, unten. Oh Gott, wie ist denn das? Lithomet? Ah ne, Quatsch, nein, wow. Das ist ja ein Verkogel. Das sieht gerade aus wie diese Krabbe mit dem Felsen oben drauf. Okay, Wurfels wurde besiegt. Sehr schön. Okay. Und Verkogel, nein, ich bleib mit Felino drin. Aber halt, das ist halt echt cool. Das ist Bohnen und hat H2O-Absorber. Okay, das ist nicht gut. Na, jetzt hat es auch noch verfehlt. Okay, das sollte ich definitiv auch wechseln. Aber. Ach ja, komm, Quarks kommt. Quarks kommt und rettet den Tag. Ich wollte es gerade sagen, hoffentlich geht die Initiative nicht runter und dann geht sie runter. Na gut. Aber es sieht nicht viel ab. Mist. Na gut, er zieht mir auch nicht viel ab. So, jetzt sollten wir uns eigentlich gleich besiegt haben. Ah, Level 12, das ist schon ordentlich, ey. Okay, Quarks hat vielleicht Level 13. Oh, Marco Hita kommt jetzt auch noch. Ja, jetzt kommt aber Datiri. Okay, Marco Hita, auch gut. Mogi-Hieb. Mist. Okay, das hier jetzt aber. Das. Oh Gott, da brauche ich ja zwei noch für. Okay, Energiefokus ist jetzt auch nicht gut. Ach, Mist. Bitte überleb. Ja, kill. Easy. Oh nee, scheiße, das. Ist ja öfter. Hilfe. Oh Gott. Puh, das war knapp. Okay, Magneto. Aber jetzt hat er bitte nicht noch eins. Okay, der Tiere Level 13 und Felino Level 10, wenn ich das gesehen habe. Ab heute bin ich wohl der zweitstärkste hier. Tja, oh, 1900 Pokédollar. Okay, ich drücke echt jedes Mal noch Kreuz. Ach Gott, okay, ich heile jetzt erstmal hier kurz ein bisschen.
Nein, ja. Einsetzen. Natürlich. Okay, und Quarks auch noch. Und Taruntel auch. Nee, da. Gut. So, jetzt war doch hier irgendwo ein Kuriogel. Da. Hä? Ach, ein Sonnenkern ist das. Ja, aber war da nicht gerade noch so ein... War da nicht gerade dieser Vogel? Dann muss ich mich da... Oder ist das Sonnenkern hochgeflogen? Seltsam. Gut, dann fange ich es mal. Da hinten sitzt noch eins. Okay. Okay, das gab sehr wenig EP. Es fällt morgens plötzlich vom Himmel. Da es weiß, wie schwach es ist, sammelt es bis zu seiner Entwicklung nur Nährstoffe. Ja, Sonnenkern, eins der schwächsten Pokémon. Okay, Sonnenkernblatt. Ja, aber scheinbar muss ich mich da richtig verguckt haben. Hier ist es nur noch ein Sonnenkern. Mehr ist hier nicht. Na gut. Da ist auch ein Pummel. Na gut. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder Richtung Pokémon Center. Jetzt sollte ich ja dann erstmal hier alles erkundet haben. Schätze ich. Denke ich mal. Also bin ich mir jetzt fast sicher. Gut, ich werde garantiert irgendwas übersehen haben. Aber von da oben bin ich ja quasi gekommen. Okay, warum ist hier so ein dunkler Grasfleck? Hat das irgendeine Bewandtnis? Ich denke nicht. Da ist ein Enton. Da ist auch ein Item. Ah, die Musik ist aber schön. Maronbeere. Und ein Aufwecker. So, genau. Und da unten war ein Trainer. Ach, hier dieses Dings hier wollte ich auch noch fangen. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir ganz was Tolles. Akademische Ehren Maribel. Ferkuli. Warte mal. Der konnte doch irgendwas Doofes, oder? Was ging Felino? Oder obwohl, kann der das schon? Ich glaube eher nicht, oder? Säulestimme? Okay, passt. Okay, das war easy. Okay, super. Okay, was verrätst du mir jetzt? Beim Pokémon Center kannst du deinen Pokémon kosten. Oh wow. Ja, danke. Ich wusste, dass da jetzt irgendwie sowas bei rauskommt, ey. Okay, was bist du denn für ein Dings? Ein Hefel. Okay. Hältst du eine Lehmschelle aus? Ja, Lehmschuss, nicht Lehmschelle. Naja, locker. Kann ich ja nur eine zweite einsetzen und dann sollte ich es ja fangen können. So, da hinten war jetzt auch ein Flohmüll, das fange ich. Oh nein. Ja. Danke, Felino. War ja klar. Hier ist dann noch eins. Fangen wir halt das hier. Oh, da hinten ist ein Trassler. Auch gut. Oh nein, das war jetzt ein Dings, oder? Ja, einen guten Schlag. Oh Mist, das ist doof. Aber Lebensschuss ist vor allem auch bald zu Ende mit den AP.
Das hält aber ordentlich was aus. Kann ich es schon fangen? Ja, sehr schön. Okay. Okay, dann. Achso, ja. Oh, Typ Fee. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Sein Atem enthält Hefe und bringt so alles in der Umgebung zum Gären. Hm, das Bier-Pokémon. da hinten ist ein Trassler. Da hinten ist ein. Trassler. Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass es Konfusion kann. Das wird sonst wehtun. Okay, jetzt kann ich jetzt auch H2O absorber. Das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, männlich ist es. Das wird dann sogar Galadi. Okay, gut. Oh, jetzt dachte ich schon. Fange ich da dann einen Primer bei? Hat was, oder? Oder. Ach nee, Pokéball. Ich finde auch schön, wie die Bälle glänzen. Hat auch was. Achso, Trasser wurde gefangen. Okay, ein Palmo ist ganz kurz von dem Level ab. So, fehlt sicher. Mit dem roten Hörn aus seinem Kopf kann es die Gefühle der Menschen genauer spüren. Das mit den Büchern, das ist echt eine coole Idee gewesen. Das sieht echt cool aus. Ist echt mal was anderes. So, jetzt noch einen Flohmilch fangen und dann nochmal ganz schnell zum Pokémon Center. So, gibt's jetzt ist natürlich die Frage, es gibt hier Wonaira, es gibt hier Fluffeluff. Aber Fluffeluff, wie habe ich denn das vorher genannt? Flummel? Ich habe es, glaube ich, Flummel genannt, oder? Ist natürlich Flubbelup. So. Gibt es dann hier auch noch irgendwo Balpi? Das wäre jetzt auch mal eine Frage. Ja, cool. Auch gefangen. Flubbelup, natürlich. Nicht, was auch immer ich vorher gesagt habe. es duftet süchtig. Fängt sein weicher, elastischer Körper einmal an zu hüpfen, ist es nicht mehr zu stopfen. Stoppen. So. Ja, auch süß. Okay. So, dann dürfte ich jetzt hier erstmal wieder alles haben, oder? Ja. Das ist auch ein Flubbelupf. Okay, dann heilen wir uns jetzt erstmal. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal, was da oben ist. Einmal bitte heilen. Okay, danke schön. Mit den Risiken kannst du verschiedene Funktionen. Posenauswahl, Kamera-App. Ja, sowas brauche ich alles nicht. Sobald die wir ein Paredo verlassen. Kommen wir zum absoluten Heilsüchtig in Zone 1, dem großen Hügel, der zu unserer Akademie führt. Dort gibt es Trainer, die nur darauf warten, ihr könnt auf die Probe zu stellen. Also halt dich ran. Also dann bestimmt da lang. Aber ich gehe halt, wie gesagt, nochmal gleich nach da oben. Aber ich glaube, ich sollte noch ein paar Pokébälle fangen, kaufen. Naja, gut, wir haben 24. Nee, aber ich sollte noch auf jeden Fall ein paar Tränke, glaube ich, mitnehmen. Ja, das werde ich tun. Okay.